Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mafia 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid bei Trend17 TV, euer Trendsack für euch am Mike. Ja, und heute geht's weiter hier. Wir müssen mit Jim McCormick reden. Und ich bin mal gespannt, welche Überraschung uns da gleich wieder erwartet. So, wir müssen eigentlich auch gleich da sein. Ups. Einmal links. Ups. So, schön auf die Palette gefallen. Ja, ganz lieben Dank auch nochmal für eure Unterstützung auf das Projekt, für die Likes und die Comments. Ganz lieben Dank im Voraus. So, wir müssen in diesem Ding komplex, den hat Mafia 3 auch des Öfteren hier mit verarbeitet. Hi, Ladies, was macht ihr denn hier Schönes? Hier rein. Oh, Mensch, hier war dunkel, wa? Hm. Andere Seite. Ah, hier kommen wir rein. Okay. Ja. Ach, mit dem können wir mal so reden, ohne dass wir hier großartig ballern müssen. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, Sie zum Reden zu bringen. Erledige sie und nimm das Geld an dich. Okay. Oh, wollen wir eben schnell auf die Karte schauen hier. Eieiei, French Ward, erledige. Oh, drei. Einen haben wir hier zu erledigen. Okay, dann gehen wir da mal als nächstes hin. Ernie Lupo. Lupo. Ist ja auch ein krasser Name, Lupo. Okay, Ladies, haut rein. Wo ist denn meine Höhle eigentlich? Hm. Wieder oben hingestellt. Jawohl, da ist er. Oh, ich liebe dieses Auto, es ist einfach. Oh, sorry. Oh shit! Oh shit, 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 shit. Oh shit. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Shit. Boah, sind die aggro! Oh, 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 oh. So, renn weg, renn weg! Oh, renn weg! Renn weg, renn weg! Oh, wow, 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 wow. Schnell wegrennen. Oh, Scheiße. An alle Einheiten.
Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Oh. Schnell rein. Oh, meine Güte. Da kann man noch was mitnehmen. So. Können wir jetzt hier mal ein verstecken. Eieieiei. Ja, die fahren hier alle schön vorbei. So, nun hebt die Fahndung wieder auf, damit ich die Typen klar machen kann. An alle Einheiten. Ah, sauber. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Nice. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, lieber noch ein bisschen aufpassen. Die Polizei lang gefahren. Entschuldige dich mal. Da ist noch einer. So, ich glaube, das hat sich jetzt erledigt. Okay. Nochmal eben schnell ein neues Auto bestellen hier. Neues Auto. Hallo Dale. Wie geht's? Fahrzeuglieferung. Nun. Krieg ich hier kein Sphäre oder wie? Ach doch. Okay. Naja gut, so weit ist es auch nicht. Können wir auch eben hinlaufen. Ich hab dir nichts getan. Der hat mich nicht erkannt. Schwein gehabt. Oh, wir sind auch schon da. So. Da wollen wir mal. Ich hätte ja ganz gerne ein Auto hierher. Hm. 15 Schüsse, auch nicht mehr viel hier. Komm, Waffen, wir brauchen eine Lieferung aus dem French Wall. Komme schon, nur einen Augenblick. Mal eben wieder nach kaufen hier. Da kommt er, okay. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht genug Munition dabei hat. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Unser Deal ist abgeschlossen. Schön mitten auf der Straße, Munition. Okay. Sprengstoff. Molotow-Cocktail, sind wir voll. Okay. Da nehmen wir auch nochmal Adrenalin. So, das langt. Alles klar. Ach komm. Pass auf, wo du hingehst. Und... Aha, hier können wir... Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. So, dann haben wir hier schon unser Fluchtauto. Zweimal das gleiche Auto, ist ja auch lustig hier. Jo, danke. Wollen wir da mal direkt ranfahren. Ups. So, wo ist der, den ich töten soll?
Ah, der geht weg. Okay. Ich knall mir mal vorsichtshalber eine Heilung rein. Okay. Gucken, ob ich den anlocken kann. Das hörte sich verdächtig an. Wie geht's denn so, Ma'am? So, kommt der her? Scheiße, das kann ich nicht ignorieren. So, den haben wir. Der Typ läuft da oben irgendwo rum. Bin ich bescheuert? Ja, du bist bescheuert. Komm her, hier. Ich finde das. Komm, Boy. Hier drüben! Jetzt geht's los! Stirb endlich, Arschloch! Warte, Hurensohn gehört dir! Erschossen! Ach du Scheiße! So, den haben wir. Da ist er, der, den ich beseitigen soll. Alright. Ha. So, den haben wir. Nice. Dann machen wir es mal vom Acker, würde ich sagen. Können wir hier da irgendwas mitnehmen? Oh, was ist da denn los da oben? Jetzt bin ich aber mal neugierig. Da liegt noch Geld. Ach, die hier kann ich kaputt machen. Oh, hier ist noch Kohle. Yeah. Haben wir hier noch? Okay, ja, den haben wir erledigt. Wunderbar. Das war ja gar nicht so kompliziert. Dann machen wir hier mal den Verschwindikus. Will ich gar nicht wissen, was die da noch alles treiben. So. Wir müssen dann French Ward. Das ist unser nächstes Ziel. Hey, ist das eine Schusswaffe? Nein, nur Spielzeug. Spielzeugpistole. Da machen wir uns jetzt auf mit Howard Cowley zum Schnacken hier. Ah, die übt ja schon mal für... Ach, das ist der Zeitungsreporter, genau. Schwer, seinen Laden am Laufen zu halten. So. Handsome Harry wirkt etwas aufgeregt. Anscheinend vergeht sogar seiner Kundschaft die Lust, wenn auf sie geschossen wird. Ist er zurück im Bordell? Er nennt es lieber En Bel Jardin, wie der Blumenladen nebenan. Aber ja, dort ist er. Vermutlich auf der Suche nach ein paar Titten zum Ausheulen. Sie sind ein kranker Penner, Corley, aber danke für die Hilfe. Ich glaube, dass der hübsche Handsome Harry vielleicht gar nicht mehr so hübsch ist, wenn Sie mit ihm fertig sind.
Da kannst du mal von ausgehen. So. Wo ist denn der Handsome Harry? Da ist er. Handsome Harry! Ist ja auch ein Name. So, das kriegen wir ja noch in die... Den kleinen Besuch bei Handsome Harry kriegen wir hoffentlich in die Folge hier noch rein. Wow, wow, wow. Hier schön durch die enge Straße kacheln. Oh, 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 da ist aber was los. Eieieiei. Bei Handsome Harry ist aber was los hier. Wie soll ich da denn jetzt reinkommen? Ah, hier. Okay. Eieieiei. Arschloch. Nicht, dass sie gleich die Polizei ruft. Oh shit, wo? Scheiße, das sehe ich mir lieber genauer. Wo ist sie? Wo ist er? Das ist so geil. So. Okay. Gott verdammt, der hat noch einen. Wo ist er? Ruf einen Krankenwagen! Ich werde ihn aufnehmen! Jawohl, nachladen! So, wie viele haben wir hier noch? Da kommt noch einer, okay. Wo ist er? Okay, Handsome Harry. Wo bist du, Handsome Harry? Komm her, ja, Boy. Oh, da sind noch drei. Okay, inklusive Handsome Harry. Da. Oh, sind das viele. Krass. Da kommt einer. Er muss davongelaufen sein. Ja, komm her, ja. Der ist davongelaufen, genau. Schön. Schönes Ding. Die sind draußen. Da ist der Wachposten. Wo ist denn der Typ? Okay, ich schätze mal, wir müssen hoch. Handsome Harry, wo bist du? Da kommt einer. Okay. Wow, das sind aber echt viele. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Okay. Wenn ich jetzt... Versuchen wir es mal hier. Kommt da einer die Treppe hoch? Wo ist der? Bitte lächeln, Arschloch! Da ist er! Los! Ich kann hier nicht bleiben. Okay. Das sieht noch gut aus. Okay, weiter geht's. Handsome Harry, wo bist du? Ich zieh den Kopf ein. Da kommt einer. Scheiße, er war doch gerade hier. Gott verdammt, wir müssen dieses Arschloch finden. Sauber. Los geht's. Der Drecksack gehört mir.
Komm her, ja, Boy. So, da schmeißt ihr mal eine schöne Granaten hin. Bewegt eure Ärsche! Noch eine? Komm her. Okay, dann gehen wir mal weiter. Zieh den Kopf ein. Wo sind die Säcke? Okay, okay, ich gehe. Verteilt euch, sucht weiter. Findet diesen Wichser. Wo ist der? Sack um. Da bist du! Hirst du jeder Zeit und an! Kick die Schäden, Jungs! Gib mir Deckung! Wir müssen darüber. Handsome Harry. Oh, da ist schon einer. Den locken wir mal eben an. Seht ihr diesen Fucker? So, der nächste. Da hinten versteckt er sich. Handsome Harry. So, komm her. Jetzt haben wir die endlich an der Kandare. So, anwerben. Ja, wir werben ihn mal an. Die Mädchen, sogar du. Ihr alle untersteht jetzt mir, klar? Was immer du sagst, Mann. Was immer du sagst. Einer ist da noch. Sauber. Schön angeworben, den Onkel. So, Cassandra zuweisen. Ja, die war ganz schön sauer. Ich glaube, die... Geben das mal Cassandra. Dann hätte die erstmal ein bisschen die... Ich brauche Rückendeckung. Wenn ich das French Ward sichern soll, brauche ich mehr Leute. Meine Männer räumen nicht gern auf, wenn sie auf der Party nicht eingeladen waren. Wir machen das. Aber dann geht der Bezirk an uns. Jawohl, Cassandra. So, das hat doch mal super geklappt. Handsome Harry haben wir erledigt. Wir nehmen das ein, das Barrio. Da kommen unsere Jungs. Ja, meine Lieben, dann geht es das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und macht's gut und ciao.